Ich zeige Ihnen jetzt eine Rucola Pesto mit Walnuss und die werde ich dann überreichen mit diesem Rotbarb-Sandwich und Polenta-Brot. Also für mein Pesto brauche ich Petersilie Krause, die ist vorher gewaschen worden. Mache ich das einfach im Küchenmixer. Das wird sehr oft mit Mörser gemacht, aber das ist eigentlich langwierige Arbeit und für die Hausfrau zu Hause zum Nachkochen ist viel einfacher und viel angenehmer zuzubereiten, wenn es im Küchenmixer und ich denke, es gibt ziemlich viele Hausfrauen, die zu Hause auch sowas haben. Dazu brauche ich eine halbe Knoblauchzehe. Ich mache reichlich Olivenöl rein, dass dem Petersilie richtig schön fein püriert wird. Aber es ist sehr wichtig, dass eigentlich das ganz schnell passiert. Sonst oxidiert den Petersilie und wird grau. Dazu mache ich unsere Rucola rein. Ich benutze dazu ein bisschen Walnuss, die ich grob hacke. Weil ich finde das immer angenehmer, weil man erkennt die Produkte und dass sie nicht mitgemixt sind. So, das reicht. Mein Pesto ist eigentlich fast fertig. Mal die Walnüsse rein. Ein bisschen Parmesan. Mal vermengen. Das muss nicht zu dick sein. Das ist eigentlich bei der Pesto schon angenehm, wenn es leicht grob geschnitten ist. Ich wünsche euch viel Spaß beim Nachprobieren, Nachkochen und Abschmecken von Ihrem Gericht. Alle Gastgeber und Rezepte unter www.topfgucker-tv.de